Zur Geburt gibt es die klassische Vorstellung, der viele Frauen folgen. Sobald die Wehen einsetzen und die Abstände kurz genug sind, geht man ins Krankenhaus, bekommt dort sein Baby und geht nach 3 Tagen wieder nach Hause. Manche Frauen bevorzugen stattdessen die ambulante oder außerklinische Geburt, wie im Geburtshaus oder zu Hause. Wir können schon beim ersten Ziehen im Bauch ins Krankenhaus gehen oder erst dann, wenn wir uns zu Hause mit dem Veratmen nicht mehr wohlfühlen. Alternativ können wir auch ins Geburtshaus gehen oder für die Hausgeburt unsere Hebamme dazurufen. Wir haben viele Möglichkeiten, wo und wie wir entbinden möchten und wann wir in das Krankenhaus unserer Wahl gehen. Wir können unsere Beleghebamme an unserer Seite haben, uns von einer Doula begleiten lassen und 1 bis 2 Personen, meist den Partner, mitnehmen. Wir können im Krankenhaus spazieren, können uns hinlegen, können auf einem Ball die Hüfte kreisen, uns Halt an Seilen suchen, können in der Wanne entspannen, eigene Musik mitnehmen, mit Duftölen für angenehme Gerüche sorgen. Wir können uns so bewegen, wie wir möchten oder auf die Tipps unserer Hebamme hören. Dies wird insbesondere bei der richtigen Atmung gerne genutzt. Wir haben viele Freiheiten und doch spricht man gerne oder ungern von Gewalt unter der Geburt. Wie ist das möglich? Was bedeutet es und wie kann man es verhindern? Gewalt bedeutet immer, dass etwas gemacht wird, was man selbst nicht möchte, körperlich ebenso wie psychisch. Das Problem ist, dass Frauen unter der Geburt leicht zu beeinflussen sind und sie stets in der Sorge leben, dass, wenn sie nicht auf die Ärzte hören, etwas mit dem Baby passieren könnte, was sie sich ein Leben lang vorwerfen würden. Das Geschäft mit der Angst ist sehr groß. Leider muss man sagen, dass die heutige Preispolitik mit den Fallpauschalen so geregelt ist, dass eine spontane, interventionsfreie Geburt ein Minusgeschäft für Krankenhäuser ist. Um dies auszugleichen, wird man das Angebot an Interventionen gerne hübsch verpacken, damit die Frauen und Eltern das Gefühl bekommen, dem Folge leisten zu müssen aus Sorge, dem Baby würde sonst etwas Schlimmes passieren. Andersherum wollen sich Ärzte und Krankenhäuser auch absichern, damit man hinterher bei klagenden Eltern sagen kann, wir haben keine Schuld, wir haben alles versucht und können alles nachweisen. Das heißt, damit du nicht zu denen gehörst, die Gewalt erleben müssen, und dazu gehört insbesondere die psychische Gewalt, ist es gut, wenn du dich vorab genau informierst, was du für deine Geburt brauchst, was du ablehnst und unter welchen Umständen du Interventionen annehmen möchtest. Empfehlenswert ist das Schreiben eines Geburtsberichts. Diesen solltest du schon bei der Anmeldung im Krankenhaus deinen Akten hinterlegen, mit deiner Hebamme besprechen und die Person einbeziehen, die dich zur Geburt begleiten wird, damit sie deine Interessen vertreten können. Du könntest dich auch fragen, ob du vorbereitend etwas dafür tun kannst, damit deine Geburt so angenehm wie möglich wird. Hast du zum Beispiel schon einmal etwas von Hypnobirthing oder der Luven-Diät gehört? Wenn ja, wäre das was für dich? Warum ja oder warum nein? Wenn du die Begriffe nicht kennst, möchtest du mehr darüber erfahren? Wenn ja, warum? Oder warum nicht? Eine selbstbestimmte Geburt zu erleben bedeutet, dass du darüber entscheidest, wo und wie du gebären möchtest und welche Interventionen du wann annehmen oder ablehnen möchtest. Frage dich bereits vor der Geburt, ist eine Einleitung wirklich notwendig? Wenn ja, warum? Oder warum nicht? Brauchst du, wenn du mit Wehen das Krankenhaus betrittst, wirklich einen Venenzugang? Möchtest du, dass die Geburt mit wehenfördernden Mitteln unterstützt wird? Wenn ja, welches? Brauchst du Schmerzmittel? Wenn ja, welches? Und warum? Möchtest du das Kristallern erlauben? Möchtest du während der Geburt essen und trinken, sofern dir danach ist? Möchtest du dauerhaft an das CTG angeschlossen sein? Wusstest du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Herztöne fallen, in Rückenlage höher ist, als wenn du dich aufrecht bewegst? Wusstest du, dass eine spontane Geburt bei Zwillingen oder aus Beckenendlage durchaus möglich ist und bei richtiger Betreuung nicht riskanter als eine normale Geburt? Hast du dich bereits über die Vorteile informiert und realistische Risiken abgeschätzt? Und ich meine damit wirkliche Risiken außerhalb des Geschäfts mit der Angst. Möchtest du dich aufrecht bewegen und die Schwerkraft nutzen? Oder fühlst du dich im Liegen wohler? Ist dein Becken wirklich zu klein für dein Baby?
Hast du dich mit der Beweglichkeit des Beckens und Babys Kopf befasst? Wie genau ist das geschätzte Gewicht des Babys? Ist dein Baby wirklich zu groß oder zu klein? Wie hoch ist die Versagerquote bei dieser Schätzung? Was sagt eine Hebamme, die durch Abtasten ebenfalls ein Gefühl von Proportionen bekommen kann? Möchtest du einen Dammschnitt erlauben? Welche Vor- und Nachteile hat es, diesen abzulehnen? Wusstest du bereits, dass die Nabelschnur auspulsieren sollte, damit Blut und Stammzellen aus der Plazenta noch zum Kind fließen können? Wusstest du, dass ein Baby, solange es mit der pulsierenden Nabelschnur verbunden ist, darüber auch mit Sauerstoff versorgt wird? Hast du dich bereits über das Vitamin K informiert, welches das Baby, oft ohne dich vorher darüber aufzuklären, direkt nach der Geburt oral verabreicht bekommt? Wie stehst du zum Bonding? Dies gilt auch für einen Kaiserschnitt. Möchtest du das Baby nackig zum Bonding haben oder darf es in Tücher eingewickelt oder komplett angezogen werden, bevor es dir überreicht wird? Welche Vor- und Nachteile hat es, dem Baby sofort eine Mütze aufzuziehen? Verzichtest du auf die Hausgeburt, weil sie in der Gesellschaft verpönt ist oder weil du dich selbst damit unwohl fühlst? Planst du deine Geburt so, wie es normal ist, damit du von der Gesellschaft keinen Widerstand erfahren musst? Oder planst du sie so, wie du dich wohlfühlst? Hast du dich damit befasst, was die Natur als klug und fördernd eingerichtet hat und was eine Geburt negativ beeinträchtigen kann? Hast du die Hintergründe sogenannter Horrorgeburten erfragt? Was war wirklich der Grund dafür? Wovor hast du Angst? Warum hast du Angst? Und was kannst du tun, um diese Angst zu lindern? Hast du mal hinterfragt, warum genau Frauen, die im Geburtshaus oder zu Hause entbinden, oft positiv zurückblicken, während Geschichten in Krankenhäusern nicht selten als Horror bezeichnet werden, obwohl die Frauen dort die medizinische Versorgung haben, die sie als sicher und positiv im Vorwege eingeschätzt haben? Hast du dich mal gefragt, warum die Hausgeburten meist die Folge vorangegangener Klinikgeburten mit negativer Erfahrung sind? Wusstest du, dass man auch nach einem Kaiserschnitt ohne Probleme spontan entbinden kann und die Dicke der Narbe nichts darüber aussagt, wie stabil sie ist? Du wirst merken, je mehr du hinterfragst und je mehr du von der Norm dadurch abweichst, desto mehr Widerstand wird dir widerfahren. Manche Ärzte haben bereits Zettel an ihrer Praxis hängen mit den Worten: Wenn Sie bereits eine Diagnose ergoogelt haben, brauchen Sie meine zweite Meinung nicht mehr. Was glaubst du, warum solche Hinweise dort hängen? Hast du mal hinterfragt, warum heutzutage so viele Geburten eingeleitet werden oder warum so viele Frauen ein zu kleines Becken haben? Warum sinkt der Eisenwert? Warum verkalkt die Plazenta? Warum enthält die Muttermilch so wenig Vitamin K? Meinst du, die Natur versagt bei uns Menschen wirklich immer und immer wieder, während sie in der Tierwelt eine hohe Erfolgsquote hat? Wie viel darf man der Natur an Raum und Zeit geben? Oder wo ist die Medizin tatsächlich lebensnotwendig? Möchtest du gerne im Krankenhaus entbinden, weil du es möchtest? Dann mache es. Möchtest du gerne zu Hause entbinden, weil du es möchtest? Dann mache es. Möchtest du keine Muttermunduntersuchung? Dann spreche deine Wünsche offen an. Lasse Untersuchungen nur zu, wenn sie medizinisch wirklich notwendig sind. Und damit meine ich wirklich und nicht, weil man versucht, Ängste zu fördern und dadurch deinen Willen beeinflussen zu können. Denke immer daran, es ist dein Körper und deine Entscheidung. Je besser du informiert bist, desto gewissenhafter kannst du Entscheidungen treffen. Versuche nicht, Verantwortungen abzugeben, sondern übernehme selbst Verantwortung für dein Handeln. Versuche so zu entscheiden, wie du es brauchst und nicht, wie es die Gesellschaft erwartet. Mutter Natur hat dich mit einer wundervollen Intuition ausgestattet. Es ist wertvoll, auf diese Stimme zu hören und zu vertrauen. Nur selten irrt sie sich. Höre also genau, wessen Stimme gerade spricht. Ist es deine? Ist es die deines Babys? Oder ist es die Stimme aus der Zeitschrift, aus den Nachrichten oder die schlechte Erfahrung deiner besten Freundin? Du kannst andere Meinungen hören und es ist deine Entscheidung, welche du davon annimmst, ablehnst, hinterfragst oder neutral betrachtest. Wenn nur Zahlen deine Ängste mildern, dann schau dir zum Beispiel die Statistiken von Quack an.
Informiere dich zum Beispiel auch über die Unterschiede der Kaiserschnittraten bei Krankenhäusern in deiner Nähe. Wie hoch sind sie und welche Bedeutung hat diese Rate für dich? Ich bin mir sicher, wenn du dich dafür interessierst, die gängige Praxis, Routine und Notwendigkeit von Interventionen zu hinterfragen, dann wirst du selbst recherchieren und an die richtigen Quellen stoßen, die nicht auf der ersten Google-Ergebnisseite aufgelistet sind und zum Mainstream gehören oder von unwissenden Personen nur nachgeplappert wurden, ohne das Geschriebene selbst hinterfragt zu haben. Und wenn du dich nicht dafür interessierst, dann wirst du dieses Video womöglich nicht einmal bis hierhin gesehen haben. Falls doch, wirst du die Praxis dennoch nicht hinterfragen oder nur nach Ergebnissen suchen, die für dich die richtigen sind und das bestätigen, was du bisher wusstest. Ertappst du dich zum Beispiel dabei, dass die Glaubwürdigkeit abhängig davon ist, von welcher Quelle eine Aussage stammt? Oder hast du Prinzipien, wo du grundsätzlich von überzeugt bist, egal welche Nachweise man dir nennt? Oder ist es dein Bauchgefühl, welches darüber entscheidet, was du glaubst und fühlst oder womit du dich nicht identifizieren kannst? Ich möchte dir mit diesem Video empfehlen, einen Geburtsplan zu schreiben. Einige Beispiele findest du im Internet. Sprich diesen Plan mit deiner Hebamme durch, die deine Interessen vertritt. Setze dich für deine Wünsche ein, aber besprecht auch, wann und welchen Plan B du gehen möchtest. Entspinne dort, wo du möchtest. Nutze Interventionen, wenn du sie brauchst, oder lehne sie ab, wenn kein Bedarf besteht. Du entscheidest, denn du spielst zur Geburt die Hauptperson. Die Geburt wird dich gedanklich ein Leben lang begleiten, positiv, negativ oder neutral. Habe Mut, deine Geburt selbstbestimmt zu gestalten.